Es reicht. Na, Freunde, was habt ihr heute so gemacht? Also ich habe heute Vormittag gelernt, dann habe ich Mittag gegessen, dann habe ich wieder gelernt und jetzt bin ich endlich auf Creeper Games und kann für euch ein Video aufnehmen. Dreimal dürft ihr raten, was das Coolste von all dem ist. Und damit hallihallo meine Freunde der Mitternachtssonne und herzlichst willkommen zu einem neuen Video auf Creeper Games. Und der Titel ist heute wieder mal ein bisschen Programm. Ihr habt wahrscheinlich schon gelesen, wir wollen heute das beliebteste Creeper Games Cloud Item herausfinden. Und auf die Idee bin ich nicht ganz selber gekommen, sondern Goldie ist die Tage mal wieder durchs Forum geslidet und ist da auf einen Beitrag vom lieben Eimeran gestoßen, welcher eine Tierlist mit allen Creeper Games Cloud Admin Items gemacht hat. Das ist ein Riesenaufwand, an dieser Stelle Kussikuss. Wer Tierlisten nicht kennt, da kann man halt unterschiedliche Sachen auf einer Skala bewerten. Als Beispiel könnte man eine Tierlist mit allen Creeper Games Streamern erstellen und dann einranken, welche Streamer andere unterstützen und welche halt nicht. Und so eine Tierlist hat Eimeran, wie gesagt, mit allen Cloud-Items gemacht und ihr könnt die sozusagen jetzt selber umherziehen und eure persönliche List erstellen, die dann downloaden und ins Forum posten. Und das würde ich euch auch alle bitten, also an alle Streamer, die das hier gerade live gucken, animiert eure Community, macht selber im Stream. Denn umso mehr das machen, umso besser können wir auswerten, welche Items beliebt sind und welche eher nicht. Und vielleicht kommt dann ja in ein, zwei Wochen mal ein Video, wo wir das Ganze nochmal so ein bisschen einranken und vielleicht so ein paar Items rausfinden, die wirklich jeder mag. So Leute, da Prüfungsphase ist, das war es jetzt mit dem sinnvollen Part des Videos. Wir gehen zu Roberto. Hola, mi amigo Roberto. A como estás? Guten Morgen, mein Schatz. Ja Leute, denn auch hier gibt es mal wieder was Neues. Roberto Junior geht sehr gut. Der leuchtet weiterhin in die Höhe, aber wie ihr seht, es leuchten auch andere Leute. Daywalker hat nämlich bei seinem Nachbarn den Admin-Rand gebaut. Mit so einem kleinen coolen Eingang hier, einem Axolotl, einem Panda. Und da auch zur Konkurrenz gleich mal 4 Beacons in die Höhe strahlen lassen, sodass Roberto Junior an Glanz verliert. Aber keine Sorge, das werden wir noch klären. Zusätzlich sind neue Leute hergezogen. Wir haben hier einmal den Babun neu in der Region, der sich, glaube ich, zu mir gesellt, weil er hat das Plot hinter Roberto gemacht. Wir müssen es hier unbedingt bebauen, Junge. Ich sag's jedes Video, es ist crazy. Und hier hinten hat sich auch unser geliebter FTW Saint ein Plot geclaimed. Wo aber leider noch nichts bebaut ist, da bin ich mal gespannt. Auch da nochmal der Hinweis, Leute, wenn ihr ein Spawn-Grundstück-Gutschein habt und Bock habt, hier mit herzuziehen, einfach hier einen Plot claim und mit Spaß haben. Wir brauchen am heutigen Tag einen Wassereimer, einen Bogen und Pfeile. Und das war alles. Man stecke sich mal wieder hoch. Flugmodus aus. Bogen spannen und los geht's. Wir hatten ihn gehittet. Warte mal. Jesse hat nicht geheilt. Leute, der Panda ist tot! In Gedenken an unseren lieben Panda möchte ich seinen gedroppten Bambus bei Roberto einpflanzen. Möge diese Pflanze wie diese Lichter hoch hinaus in den Himmel wachsen. Aber vielleicht ist es auch gut so. Ich sag euch, wie es ist. Wer 2024 noch einen Panda als Kanalmaskottchen hat, der ist schon wirklich cringe. Es war natürlich nur Spaß. Mash it!